Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass Russland auf dem Afrika-Gipfel in St. Petersburg erklärt hat, dass der Ukraine-Krieg völkerrechtskonform ist, also vollkommen der UN-Charta entspricht. Hier im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действовали в полном соответствии с Уставом ООН. После госпереворота в 2014 году украинские власти начали боевые действия, по сути, против части своего народа, применяя авиацию, тяжелую технику, танки, против тех, кто не согласился с государственным переворотом, поддержанным Западом в 2014 году. Вот таким образом Запад и начал войну на Украине. Именно так все и было. И отрицать это невозможно. Мы вынуждены были признать независимость отдельных территорий, а мы в течение 8 лет не признавали независимость этих вновь образованных республик. 8 лет пытались добиться мирного регулирования. Итак, мы признали независимость, подписали с этими вновь образованными государствами договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Все в рамках устава ООН. И в рамках этих договоров ответили на их призыв о помощи. И это в полном соответствии со статьей 51 устава ООН. Никаких нарушений устава ООН здесь нет. Но наши западные партнеры подзабыли, как они действовали в Ираке, уничтожая государственность этой страны. И в конечном итоге ликвидировали Саддама Хусейна. Они забыли, как они действовали в Ливии, без всякого решения Совета Безопасности ООН. Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на устав ООН. Они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то. В данном случае против России. Ничего у них не получится. Это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал устав ООН и другие нормы международного права, пусть сами потрудятся исполнять эти же нормы права. Was ist auffällig? Die Medien hierzulande transportieren gar nicht, dass Russland sagt, dass sie völkerrechtskonform handeln. Die großen Medien hierzulande vermitteln den Eindruck, Russland begehe vollkommen wissentlich einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Die Position Russlands, dass sie im Rahmen der UN handeln, wird überhaupt nicht transportiert. Also jedenfalls mir war das nicht bekannt. Es wird um die Ohren geschrien, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Was ist jetzt an den Argumenten auszusetzen? Oder was könnte man aussetzen? Aus meiner Sicht sind es in der Hauptsache zwei Dinge, die eingewendet werden, die aber bei genauer Betrachtung aus meiner Sicht nicht stichhaltig sind. Das ist zum Ersten, dass natürlich gesagt wird, 2014, die Rebellen, sie haben Unterstützung aus Russland erhalten. Das ändert aber nichts an dem grundsätzlichen Willen der Bevölkerung. Nach dem Kosovo steht ihnen ein eigener Staat zu. Und warum wollen sie von der Ukraine weg? Weil die ukrainische Regierung sie systematisch schikaniert hat. Und das ist belegt, das ist keine Frage, das ist belegt die OSZE, das sind die Fakten. Das sagen ja selbst die ukrainischen O-Töne. Da muss man sich ja nur den Poroschenko-O-Ton angucken. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. Пенсіонерів під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так. Deren Kinder werden in den Keller leben, so werden wir den Krieg gewinnen. Das Rassengesetz steht auch schwarz auf weiß. Abschaffung von Russisch als zweite Amtssprache, was auch eine Demütigung ist. Es ist auch offensichtlich, es ist vollkommen offensichtlich, dass die ukrainische Regierung mit voller Absicht die östliche Bevölkerung der Ukraine schikaniert hat, sie eigentlich gar nicht als eigene Bevölkerung betrachtet hat. Was ja auch aus dem O-Ton hervorgeht, es sind deren Kinder, es sind nicht unsere Kinder. Maßgeblich, ob diesen Leuten ein eigener Staat zusteht, ist deren eigener Wille und nicht, ob Russland Waffen geliefert hat, irgendwelchen Rebellen. Der zweite Einwand wird sein, okay, die Verteidigung dieser Gebiete ist in Ordnung, aber sie dürfen nicht Kiew angreifen.
Es ist aber nun so, dass Kiew 2019 festgeschrieben hat, dass sie erstmal das Minsker Abkommen einseitig gekündigt haben. Dann haben sie als Grundsatzagenda gesetzlich festgeschrieben, dass der Osten zurückerobert werden soll. Gewaltsam. Was rechtlich gesehen dann die Einnahme fremder Länder wäre. Demzufolge würde von Kiew ein beständiger Gefahrenherd ausgehen. Also aus meiner Sicht ist das auch nicht stichhaltig, sodass rein faktenorientiert, rein faktenbasiert, wenn man sich die Argumente anguckt, da muss man kein Russland-Fan sein, man kann die Korruption in Russland kritisieren, man kann ganz viel an Russland kritisieren, an Putin kritisieren, alles Mögliche. Ich bin kein Putin-Experte, kein Russland-Experte, aber wenn man sich diese Argumente anguckt, das entspricht einfach den Fakten. Da spielt es keine Rolle, ob man Russland-Fan ist oder nicht. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr das seht, was ich jetzt hier vergessen habe, welche Einwände es gibt. Ich lerne wirklich gerne dazu. Ich muss jetzt hier nicht unbedingt die Meinung haben, dass das stimmt, sondern ich lerne gerne dazu. Aber ich habe bis jetzt keine Argumente gehört, die dem widersprechen. Also gerne, jeder, der das anders sieht, gerne die Argumente reinschreiben. Ich bin wirklich neugierig und möchte es unbedingt wissen. Was zeigt sich hieraus aus meiner Sicht? Die AfD hat sich mit ihrer Position, den Krieg einfach als völkerrechtswidrig zu erklären, blamiert aus meiner Sicht. Weil sie haben sich von der Stimmung tragen lassen. Sie haben sich von den Medien treiben lassen. Die Medien haben rumgeschrien in einer Tour, es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, ohne es zu begründen. Und die AfD hat sich dazu anstiften lassen, das offiziell als Position zu übernehmen und es selbst als Propaganda zu verbreiten. Aus meiner Sicht ist es reine Propaganda. Man hat sich hier zum Helfer machen lassen. Also von denjenigen, die einen schikanieren, die großen Medien, der große Politik-Medienbetrieb, man unterstützt ihn dadurch auch noch. Also man gibt ihm nach und trägt die Propaganda weiter. Und es ist natürlich auch so, in Russland macht man sich damit auch keine Freunde. Man blamiert sich, man sieht einfach schwach aus. Von den eigenen Leuten in Russland. Und aus meiner Sicht deswegen sollte die AfD unbedingt diese Position nivellieren. Man kann ja sagen, man legt sich nicht fest. Man überlässt es den Juristen. Wir können das nicht genau sagen. Das sollen Juristen in aller Ruhe klären. Da sollen alle Fakten auf den Tisch. Die sollen das klären. Wir legen uns da nicht fest. Weil die Begründung, die Russland gibt mit dem Kosovo-Urteil und dass es der Freiwillige der Völker ist, einen Staaten zu gründen, dass man das anerkennen hätte müssen. Und Putin hat ja auch gesagt, man hat das extra 8 Jahre lang nicht gemacht, um dem Westen entgegenzukommen, um eine friedliche Lösung zu finden. Hier sollte man sich einfach zurücknehmen. Weil was bringt es der AfD? Es bringt der AfD gar nichts. Diejenigen, die unbedingt Waffen liefern wollen oder die Russland doof finden, die werden sowieso nicht AfD wählen. Und beschimpft und schlecht gemacht wird die AfD sowieso. Oder auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Und man kann alles sagen, man muss es nur präzise begründen können, man muss präzise Aussagen machen können. Das heißt, die AfD kann jetzt nicht als rechtsextrem erklärt werden, weil sie sagen, der Krieg ist nicht völkerrechtswidrig. Sondern kommen die Fakten auf den Tisch und am Ende ist es ein reiner Bluff. Es ist eine Angst, es wird diese Angstkarte gespielt. Ja, ihr müsst euch jetzt anpassen, sonst machen wir euch völlig fertig. Aber es ist ein Bluff, sie können gar nichts machen, sondern vor Gericht zählen dann irgendwelche Fakten, die man anbringen muss. Das ist ja der Trick an dem System, in dem wir leben, dass wir tatsächlich alle Freiheiten haben. Wir können frei wählen und aus meiner Sicht auch die Justiz funktioniert. Das funktioniert alles. Der einzige kleine Schönheitsfehler, das sind die Medien. Aber es ist eben der entscheidende Schönheitsfehler, weil die Leute nicht wissen, dass es ein effektives Steuerungsinstrument ist, das seit Anbeginn funktioniert. Und dass die Demokratie, also den Sinn der Demokratie, aushebelt. Seit Anbeginn. Und wenn man sich überlegt, es wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Richtige Demokratie, die Bevölkerung bestimmt, sondern auch wenn man sich das mangelnde Wissen der Leute anguckt, ist ja klar, dass reiche Geschäftsleute sagen, wir können doch die nicht entscheiden lassen, was für uns wichtig ist. Sondern es ist natürlich klar, dass diese Leute, dass die mächtigen Leute schon immer eine Möglichkeit gesehen haben, die Demokratie für sich zu nutzen und ihre Interessen trotzdem durchzusetzen. Aus meiner Sicht, sonst hätte es nie Demokratie gegeben. Es ist aber so, wir haben jetzt die ganzen Rechte, wir haben die ganzen Freiheiten. Und wir haben alle Möglichkeiten, die Leute müssen diese Propaganda nur verstehen. Und da braucht's, wir sind frei, also man muss sich die Freiheit nur nehmen. Die Leute müssen sich nur nehmen, das tun bis jetzt halt in Deutschland zu wenig. Weil die meisten Leute sind Mitläufer und sind, ja, also die Negativ-Eliten verlassen sich darauf, dass sie die Leute bei der Dummheit und bei ihrem schlechten Charakter greifen können, bei ihren Charakterschwächen. Das hat 200 Jahre lang funktioniert und
Aber aus meiner Sicht, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich trotzdem was ändern kann. Dass man die Leute wachrütteln kann und dass sie tatsächlich diese Demokratie dann auch nutzen können. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.